Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Dieses Video ist wieder mal ein relativ ernstes Video. Dieses Video ist komplett spontan entstanden. Es sollte eigentlich ein Video werden, was den Streit zwischen dem YouTuber ABK und KuchenTV klären sollte. Doch wie ihr im Titel lesen konntet, habe ich bei meinen Recherchen einige Sachen entdeckt, die mich echt geschockt haben. Ihr wisst, dass wenn ich so ein Video mache, ich großen Wert darauf lege, dass ich dieses Video auch genau und präzise mache. Deswegen werde ich alles, was ich in diesem Video sage, mit Quellen belegen und nur die Sachen ranziehen, die ich auch zu 100% bestätigen konnte. Die Quellen findet ihr alle in dem Quellenverzeichnis in der Beschreibung. Und könnt ihr euch nachlesen und anschauen, sodass ihr euch sicher gehen könnt, dass ich nichts aus dem Kontext gerissen habe. Vorweg möchte ich sagen, dass ich selber jahrelang ein Zuschauer war von KuchenTV und selber Zuschauererfahrungen habe, aber ich mich trotzdem zusätzlich für dieses Video mit einer Juristin zusammengesetzt habe, einer Rechtsextremismus-Expertin und dem betroffenen Menschen und auch KuchenTV selber deswegen kontaktiert habe zu den Ergebnissen meiner Recherche. Allerdings wurde ich leider nur als Antwort darauf blockiert. Also worum soll es in diesem Video gehen? In diesem Video soll es um die Vorwürfe gehen, die gegen KuchenTV im Raum stehen, ob sie richtig oder falsch sind, wird sich dann im Laufe des Videos zeigen. In diesem Video soll es um die islamfeindlichen Aussagen gehen, die von KuchenTV getätigt worden sind, und in diesem Video soll es mit dem Umgang und der Argumentationsstruktur bzw. auch der Manipulation von KuchenTV gehen. Damit jeder von euch Bescheid weiß, worum es geht, habe ich mir als erstes die Frage gestellt, wer ist KuchenTV überhaupt? Zu den Basics. KuchenTV heißt mit bürgerlichem Namen Tim Hate und ist am 19. April 1995 geboren. Das heißt, er ist einer von den neueren Generationen. Er hatte es nicht immer wirklich leicht und hat selber in seinen Videos gesagt, dass er damals in seiner Kindheit ein Außenseiter war und nie wirklich dazugehört hat. Und auch später, als er seine Ausbildung angefangen hat als Sozialassistent, wurde er von der Ausbildung rausgeschmissen aufgrund seiner Videos, die er online getätigt hat. Am 9.3.2011 hat er dann den Kanal KuchenTV gegründet, um den es heute hauptsächlich gehen soll. Und am 17.06.2011 hat er auch den Kanal Eikuchen gegründet, um den es heute auch teilweise gehen soll. Angefangen hat KuchenTV damals mit Let's Plays und im späteren Verlauf dann mit Parodien. Aber wer ist KuchenTV heute? KuchenTV ist heute einer der bekanntesten und polarisierendsten Meinungsblogger in Gesamt-YouTube Deutschland. Und genau um diese polarisierenden und schwerwiegenden Inhalte soll es heute in den folgenden Ausschnitten soll es nicht um die Vorwürfe und Gerüchte gehen, die gegen KuchenTV gerichtet sind, auf die ich mich am Ende auch nochmal beziehen werde, sondern soll es wirklich nur um die reinen Fakten und Tatsachen gehen, die ich bei meinen Recherchen leider finden konnte und die mich selber wirklich sehr erschrocken haben. Bei der Islamfeindlichkeit werde ich mich nicht auf Dinge beziehen, die älter als 4 Jahre alt sind, da KuchenTV laut seiner eigenen Aussage sich von diesen Dingen explizit distanziert. Den Tweet habe ich vor 4 Jahren gepostet. Dafür werde ich mich auf Videos beziehen, wie zum Beispiel die hier, die erst 1 Jahr alt sind, oder auf Videos, die maximal 3 Jahre alt sind. Eine Sache, die mir zum Beispiel immer wieder aufgefallen ist, dass KuchenTV in seinen Videos sagt, dass Frauen im Islam nicht gleichberechtigt sind und dass sie auch nicht gleichberechtigt behandelt werden. Frauen sind im Islam nun mal nicht gleich viel wert. Sucht euch also aus, gehört der Islam zu Deutschland oder wollen beide Geschlechter gleich behandelt werden? Beides geht einfach nicht, es tut mir leid. Aber das ist noch nicht alles. Er sagt auch, dass das Kopftuch für ihn ein Zeichen der Unterdrückung ist, beziehungsweise das Kopftuch gezwungenermaßen getragen wird. Ja, jetzt kommen die Rechten wieder raus und sagen, ja, die Muslime mit ihrem aufgezwungenen Kopftuch, ja. Auch das ist wahrscheinlich irgendwo richtig. Da kann ich definitiv sagen, dass es weder der Wahrheit entspricht und auch eine islamfeindliche Aussage ist und KuchenTV und ich zum Beispiel gar nicht das Recht haben zu entscheiden, wie diese Frauen mit Kopftuch sich fühlen, weswegen ich Quellen aus erster Hand besorgt habe und diese Frauen eigenständig befragt habe, wie sie sich damit fühlen. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Zucha und ich trage mein Kopftuch freiwillig. Hi, hier ist Dana und ich trage mein Kopftuch freiwillig. Wie KuchenTV jetzt vielleicht sagen würde, und einige Ausnahmen machen noch lange nicht die Masse besser, ist es tatsächlich nicht so, dass das Ausnahmen waren, sondern es tatsächlich so ist, dass man im Islam der Frau das Kopftuch gar nicht aufzwingen darf. Daher muss man ganz klar unterscheiden zwischen Religion und Tradition. Das heißt, im Islam tragen die Frauen ihr Kopftuch definitiv freiwillig, wenn es hier um den Islam geht und nicht um die muslimische Tradition, die sich selber als muslimisch betitelt, was sie aber nicht ist. Das war zum Beispiel aber nur eine der harmlosen Aussagen KuchenTV. Schauen wir uns die ernsteren Aussagen an und jetzt eine Triggerwarnung. Dazu kommt natürlich noch der Terrorismus, der im Islam nun mal allgegenwärtig ist. Ja, es wird immer wieder gesagt, das hat aber nichts mit dem Islam zu tun, aber doch, hat es irgendwo schon. Diese Aussage war ganz klar eine islamfeindliche Aussage, ohne Diskussion. Und diese Aussage war kein Zufall, diese Aussage gibt es öfters. 99% aller Anschläge sind
sind islamistisch geprägt. Komischer Zufall, oder? Was er mit dieser Aussage anstellt bei normal friedlich lebenden Muslimen, scheint er nicht zu verstehen, obwohl andere Muslime ihn zum Beispiel darauf hingewiesen haben. Muslim unter Generalverdacht. Er stellt mich jetzt so hin, als würde ich jeden Muslim direkt als Terroristen darstellen. Das Ganze stimmt aber nicht. Dabei geht er immer wieder in die Abwehrposition, da er als Nicht-Moslem nicht zu verstehen vermag, wie diese Menschen sich fühlen müssen als Muslime. Aber dazu mehr bei der Argumentationsstruktur. Schauen wir uns zum Beispiel die nächsten Videoclips an. Auch in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass Homophobie vor allem von Muslimen und Südländern kommt. Von dieser Aussage hat er sich mittlerweile distanziert. Ob das ehrlich war oder nicht, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber in seinem neuesten Video hat er ganz klar gesagt, dass er sich nicht nur davon distanziert, sondern hat auch noch das hier gesagt. Im kompletten Koran gibt es zum Beispiel nicht einen einzigen Vers, der ganz klar Homosexualität ablehnt. Das heißt, er hat seine eigenen Argumente schon entkräftet, was er meiner Meinung nach nur aufgrund der Hatewelle der Muslime getan hat. Aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Schaut man sich diese Statistik an, ist es sowieso nicht der Wahrheit entsprechend, dass die homophoben Attacken in Deutschland von Muslimen ausgehen, sondern eher von Rechtsradikalen. Und apropos Nazis oder Rechtsradikale und Muslime, vor einem Jahr hat KuchenTV erst dieses Video gemacht, was den Titel trägt: Nazis oder Islam, was ist schlimmer? Und das ist kein Witz, dieses Video schauen wir uns jetzt an. Was ist für Homosexuelle schlimmer, Nazis oder der Islam? Wow, das finde ich schwierig zu beantworten. In diesem Video, was ihr gerade gesehen habt, befragt der Menschen von der LGBTQ-Community auf einer Veranstaltung, was sie schlimmer für sich selber finden, Islam oder Nazis. Und die Frau hat ganz klar geantwortet, dass Nazis natürlich schlimmer sind. Und er fängt mit ihr an zu diskutieren, warum der Islam schlimmer ist als Nazis. Also in dem Iran werden Schwule umgebracht zum Beispiel, ne? Okay, aber wir leben ja erstmal hier und hier würde ich sagen, Nazis auf jeden Fall. Es geht allgemein nicht um hier, sondern ich meine jetzt so weltweit. Dann hat er jemand anderes gefragt, ob der Islam oder Nazi schlimmer ist, und diese Person hat gesagt, dass sie den Islam schlimmer findet, und er hat nur gelacht und zugesprochen. Kann es machen, wenn sowas vorkommt. Aber wenn es Nazi ist, dann wird er sowieso von jedem runtergeprügelt, der nicht rechtsextrem ist. Also. Und falls ihr jetzt glaubt, dass ich das aus dem Kontext sehe oder das nur Zufall war, bei einem anderen Mal hat jemand wieder gesagt, dass der Islam schlimmer ist, und er hat wieder nur zugesprochen und nichts dagegen gesagt und gelächelt die ganze Zeit. Beim Islam wäre mir nicht bekannt, dass irgendwelche Menschen, die nicht gerade heterosexuelle Männer sind, irgendwie oben was werden könnten und oder einen Ton angeben könnten. Welcher Ayatollah war mal eine Frau? Ich kenne keinen. Falls ihr jetzt immer noch glaubt, dass das Zufall ist, weil jemand anderes hat er dann sofort, als er wieder gesagt hat, dass Nazis schlimmer sind, hat er sogar angefangen, die Nazis zu verteidigen. Das ist kein Witz. Das ist eine schwere Frage. Ich denke mal Nazis. Wieso? Ja, Islam ist ja immer Auslegungssache. So. Es gibt ja auch viele Nazis, die nichts gegen Homosexuelle haben. Und ganz kurzer Reminder, dieses Video, was ich euch gerade gezeigt habe, ist laut Veröffentlichungsdatum erst ein einziges Jahr alt. Ich könnte euch noch 1000 andere islamfeindliche Aussagen zeigen oder islamfeindliche Aktionen und Videos von ihm, aber das würde viel zu weit führen, deswegen zeige ich euch noch ein einziges Beispiel vom Kanal Eikuchen, der erst ein Jahr alt ist. In diesem Video ging es darum, dass er sein Mitgefühl zeigt für den Anschlag, der gegen die Muslime passiert ist, und das ist jetzt kein Witz. In diesem Video waren Aussagen, als ich es mir angeschaut habe, wie diese hier. Ja, krass, so, das macht mich halt wirklich sprachlos. Klar, die Memes dazu sind trotzdem lustig, muss man sagen. Er nennt die Memes dazu lustig, was wirklich unter jede Gürtellinie geht in dem Zusammenhang. Normalerweise wäre das ja okay, aber in seiner Stellung und in dem Zusammenhang, wo Menschen gestorben sind, ist das unter aller Sau. Aber das ist noch nicht alles. Schaut euch das an. Ich meine, man muss zumindest lassen, dass der Terrorist so ein bisschen Humor hatte. Und er romantisiert allen Ernstes den Täter dieses Anschlags. Den Link dazu könnt ihr in meiner Beschreibung finden und euch das ganze Video anschauen. In so einem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, bei all meiner Sachlichkeit habe ich mich wirklich geschämt, ein jahrelanger Unterstützer von KuchenTV zu sein. Um das Thema der Islamfeindlichkeit und der islamfeindlichen Aussagen KuchenTVs abzuschließen, habe ich die Aussagen und die Videos an einer Rechtsextremismus-Expertin zugesendet, und das hat sie gesagt. Sie möchte in diesem Video nicht namentlich genannt werden, aber sie hat gesagt, die von dir zugesendeten Aussagen sind in dem mir vorliegenden Kontext Aussagen, welche Rechts- bis Rechtsaußenposition versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und damit kommen wir auch zur Argumentationsstruktur von KuchenTV. Da ich euch, wie schon zu Beginn gesagt habe, ich jahrelanger Zuschauer von KuchenTV war und damit schon Vorwissen zu seinen Argumentationsstrukturen teilweise hatte, ich dennoch mich tagelang hingesetzt habe und die Videos von ihm angeschaut und mir Notizen dazu gemacht habe und dann dazu drei Argumentationsstrukturen finden konnte. Die erste Argumentationsstruktur ist relativ simpel gestrickt und die werden auch die meisten von euch kennen. Er bezieht sich auf die Vergangenheit. Das bedeutet, er sagt immer wieder, dass das der Vergangenheit angehört und er sich geändert hat. Ja, das war ich früher mal und das war auch nicht korrekt, aber heute bin ich das nicht mehr. Meint wahrscheinlich mein AfD-MPD-Video vor irgendwie 8 Jahren oder so weiter. Den Tweet habe ich vor 4 Jahren gepostet. Digga, das ist 5 Jahre her. Was kann ich denn zu meinem damaligen Islam-Video sagen? Naja, tatsächlich,
dass ich es teilweise verstehen kann, dass sich einige Muslime da angegriffen gefühlt haben. Und da ist schon wirklich sehr, sehr viel dabei, wo ich mir auch so denke, Alter, das ist schon wirklich unangenehm, wie du dich da gibst. Also ich meine, da war ich dann vielleicht auch 20, also das bin ja dann quasi einfach nicht mehr ich. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen, da ich einige Beispiele, die ich gezeigt habe, erst ein Jahr her sind. Deswegen kann jeder für sich selber entscheiden, ob das der Wahrheit entspricht oder es einfach nur strategisch angewendet wird, damit man keine Abonnenten verliert oder was auch immer. Die zweite Argumentationsstruktur ist auch eine relativ simple Argumentationsstruktur, die man schon in der 6., 7. Klasse in Deutsch lernt und die meisten von seinen Zuschauern wahrscheinlich kennen werden. Das nennt sich das Ping-Pong-Prinzip. Das bedeutet, er nennt erstmal eine hetzerische Aussage. An dieser Stelle sei gesagt, dass Flüchtlinge und nicht deutsche Menschen in den Kriminalstatistiken überrepräsentiert sind. Und danach nennt er direkt eine Aussage, die das wieder relativieren soll. Selbst wenn das jetzt ein Flüchtling gewesen wäre, kann man doch wohl trotzdem nicht jeden Flüchtling unter Generalverdacht stellen. Das heißt, erst eine hetzerische und dann wieder eine normale Aussage, damit man das im Vorhinein nicht sofort merkt. Das heißt, erstmal sagt er super verständlich, dass es natürlich nicht alle Flüchtlinge sind und genau daraufhin fängt er an aufzuzählen, wie schlimm die Flüchtlinge eigentlich sind in Deutschland. Auch bei Vergewaltigungen sind von 8.047 Tatverdächtigen 3.102 nicht deutsch. Und das war übrigens kein Zufall, das macht er immer und immer wieder. Das heißt, erstmal bringt er diese Aussagen und danach bringt er all diese Aussagen hier. Und ja, ich habe dann auch diesen Kommentar hier geschrieben, weil ich im Gegensatz zu dir komplett gegen Rassismus bin. Aber nicht, ey. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben sollten. Es ist vollkommen egal, ob das Christen, Juden oder Moslems sind oder so. Versteht mich nicht falsch. Wenn jemand Muslime ist und dadurch auf Dinge wie Schweinefleisch verzichtet, ist das für mich absolut kein Problem. Und das könnt ihr auch alles in den Quellen nachsehen, damit ihr euch das selber anschauen könnt und selber nachvollziehen könnt. Das ist übrigens die gleiche Argumentationsstruktur, die die AfD benutzt. Das macht man, damit man später im Nachhinein, wie er ja auch immer wieder sagt, sagen kann. Aber kritischer, ich habe auch nichts gegen Muslime. Hä? Ich habe nichts gegen Flüchtlinge oder das war nicht so gemeint. Ich habe ja auch im Nachhinein gesagt, dass nicht alle Flüchtlinge so sind, damit man quasi abgesichert ist, aber seine eigentliche Aussage weitergegeben hat. Und zwar, dass Flüchtlinge gefährlich sind. Und das war eine von 1000 Aussagen, aber wie gesagt, das würde zu weit führen, deswegen kommen wir jetzt zur dritten Argumentationsstruktur. Die dritte Argumentationsstruktur werde ich wahrscheinlich nicht weiter erläutern müssen, ist einmal den Deckmantel des schwarzen Rassismus benutzen, um rassistische oder diskriminierende Aussagen zu verstecken. Das heißt, wenn jemand im Nachhinein sagt, ey, aber das war wirklich über die Stränge geschlagen, er sagen kann, ja, aber das war nur Humor. Und der zweite Teil dieser Argumentationsstruktur sind unaufrichtige Entschuldigungen, die nur gesagt werden, damit sie gesagt sind, damit man quasi raus ist. Ob es sich um eine unaufrichtige Entschuldigung handelt, in den meisten Fällen kann ich wie gesagt nicht zu 100% beweisen oder zeigen, da es sich um eine subjektive Einschätzung meinerseits handelt. Das muss jeder für euch selber entscheiden, aber ich habe die Betroffenen gefragt und die Betroffenen, worum es ja auch geht bei einer Entschuldigung, haben alle gesagt, dass sie finden, dass es eine unaufrichtige Entschuldigung ist, da auch im Nachhinein direkt wieder anfängt zu sticheln. Ist dieser Punkt ganz klar falsch? Muss ich tatsächlich zugeben, hat mich mega gewundert, weil ich dachte einfach, dass das verboten ist. Lustigerweise wissen das die meisten Muslimen, glaube ich, auch nicht, weil das hat mir noch nie einer vorgeworfen. Also Props, dass ich mich mit eurer Religion mehr auseinandersetze als ihr. Diese drei Argumentationsstrukturen haben mich selbst sogar dazu gebracht, die letzten Jahre nicht zu merken, was für Aussagen eigentlich hinter seinen Videos stecken, nach den getroffenen und extremistischen Aussagen, die ich euch im Video gezeigt habe. Aber ist die offenkundige Islamfeindlichkeit alles oder was ist mit den anderen Vorwürfen? Eine Aussage, die zum Beispiel immer wieder getroffen ist, ist, dass er ein narzisstischer bzw. arroganter Mensch ist. Was er jetzt im Video versucht, ist, mich an einigen Stellen arrogant hinzustellen. Sich immer wieder als was Besseres darstellen möchte. So habe ich euch einige Aussagen rausgesucht, die ich euch jetzt zeigen werde. Ich bin schon ganze 26 und habe gerade mal ein Haus gekauft, fahre ein teures Auto, stehe wirtschaftlich mega gut da. Ich verdiene wahrscheinlich mit Gina zusammen das 30-fache von dem, was du hast. Ich habe Familie, sehr gute Freunde, kenne sehr viele Leute, habe gute Kontakte, auch außerhalb von meinem Freundeskreis. Und dann kommen natürlich noch die wirtschaftlichen Sachen dazu. Das ist dann wirklich einfach mega heftig. Auch KuchenTV Uncut geht unfassbar ab gerade. Ja, übrigens will ich nicht angeben, ne, aber ich habe den in der Zeit schon bekommen. Übrigens im Montclair, ne, nur noch, dass wir noch mal drüber geredet haben, habe ich mir jetzt extra angezogen. Aus diesen Aussagen kristallisiert sich meiner Meinung nach keine wirkliche Arroganz, sondern nur ein Stolz auf das, was man selber erreicht hat. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber bewerten. Ich würde nicht sagen arrogant, ich würde sagen ein überstürztes Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so. Der zweite Vorwurf ist seine angebliche Pädophilie, auf die ich aber nicht weiter eingehen werde, da ich keine handfesten Beweise gefunden habe. Nur einige geschmacklose Aussagen, aber die eigentlich auch von ihm als Humor abgetitelt worden sind, weshalb ich ihm das jetzt einfach mal glaube und nicht weiter darauf eingehen werde. Und der dritte und letzte Vorwurf ist, dass er angeblich ein AfD-Sympathisant
und somit auch ein Rechtspopulist ist. Eine Lüge, um mich in die rechte Ecke zu drängen. Er selbst sagt dazu, dass Rechtssein nichts Schlimmes ist. Recht zu sein ist darüber hinaus halt erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes. Und genau die gleiche Aussage wird übrigens von der AfD auch als Wahlspruch genommen, was jetzt eigentlich auch nur ein Zufall sein kann, aber trotzdem bedenklich ist. Außerdem bezeichnet er selber Rechtssein als komplettes normales Spektrum. Komplettes politisches Spektrum verbieten, und zwar die Rechten. Weil alles, was irgendwie minimal rechts ist, ist schlecht und böse. Und während er allerdings auch sagt, dass er nicht in die rechte Ecke gestellt werden möchte, was... Wen willst du eigentlich reinlegen? Er hat zwar einige Argumentationsstrukturen der AfD genutzt und auch einige Aussagen getroffen von der AfD und den AfD-Sympathisanten, aber eine direkte Struktur oder Verbindung von ihm zur AfD konnte ich nicht herausstellen, auch wenn er in der Vergangenheit oft Videos für die AfD oder sogar zu der NPD gemacht hat, was aber längst in der Vergangenheit liegt. Deswegen überlasse ich euch das, wie ihr ihn einordnet im politischen Spektrum, aber man kann auf jeden Fall laut der Rechtsextremismus-Expertin definitiv davon ausgehen, dass er Rechtsaußen-Aussagen getroffen hat in seinen Videos auf YouTube. Das heißt, ich habe keine Beweise dafür, aber seine Beweise dagegen waren auch, muss ich ehrlich gesagt zugeben, relativ schwach. Alleine der Thumbnail zeigt doch, dass ich nicht konservativ bin, weil ich da schon anderen Mann küsse, oder nicht? Also kommen wir zum Fazit. Was würde ich insgesamt zu KuchenTV sagen? KuchenTV ist zwar meiner Meinung nach ein relativ guter Meinungsblogger und auch ein sehr wichtiger für YouTube Deutschland. Andererseits hat er aber auch meiner Meinung nach ein großes Problem mit dem Islam und eine offenkundige Islamfeindlichkeit bzw. islamfeindliche Aussagen, die ins Extreme gehen. Und andererseits hat er auch ein großes Problem mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit, die er oft nicht einsehen möchte oder nicht einsehen will. Nachdem ich diese Szenen gesehen habe, die den Islam zum Beispiel mit Terrorismus gleichsetzen oder die Frau in dem Islam nicht als gleichwertig anerkennen aus seiner eigenen Aussage her, kann ich nicht einfach mit ruhigem Gewissen weiter KuchenTV schauen und so tun, als hätte ich das nie gehört, denn ich kann jemanden nicht unterstützen, der so eine extreme Islamfeindlichkeit hat und das immer wieder versucht zu umgehen. Meiner Meinung nach muss er jetzt wirklich das Problem angehen und nicht jeden Menschen, der ihn versucht, in die Richtung irgendwas zu erklären, als Hetzer darzustellen. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video ihn und seine Zuschauer zum Nachdenken gebracht hat und dass er die Probleme dieses Mal wirklich angeht, statt sie zu umgehen. Und auch den Islam und so welche Aussagen, die er getroffen hat oder immer noch trifft, sind einfach nicht okay. Deswegen, Leute, danke, dass ihr bis zum Ende zugeguckt habt. Dieses Video hat wirklich verdammt viel Arbeit gekostet. Ich habe versucht, so gut wie es mir geht, sachlich zu bleiben. Ich habe Tag und Nacht dran gearbeitet. Deswegen, Leute, freut mich, dass ich euch etwas aufklären konnte. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch, weil ich habe nicht so viel Reichweite wie auf TikTok, damit das genug Menschen sehen. Kommentiert, wie gesagt, eure Meinung oder irgendwas, damit ihr mir hilft. Und teilt dieses Video gerne an jemanden, der das nicht wusste oder auch KuchenTV-Zuschauer war. Dankeschön für eure Sachlichkeit, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns zum nächsten Mal. Jetzt hier beschwert, dass er seine eigene Medizin zu schmecken bekommt.